Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Michi und heute habe ich einen ausfahrbaren Greenscreen von Hakodaz für euch. Dafür geht schon mal ein freundliches Danke an Viva Photo für die Teststellung des Produktes. Wie dieser Greenscreen abgeschnitten hat, seht ihr gleich nach dem Intro. Viel Spaß! Als erstes möchte ich mich kurz bei Viva für die Verspätung des Reviews entschuldigen. Da es aber in meinem Job derzeit etwas turbulent dazugeht, konnte ich dieses nicht schneller realisieren. Und für euch da draußen möchte ich noch kurz erwähnen, dass ich diesen Greenscreen von Viva zur Verfügung gestellt bekommen habe, dies aber in keinem Fall meine eigene Meinung beeinträchtigt hat. Sollte euch dieses Video gefallen oder in eurer Kaufentscheidung weitergeholfen haben, würde ich mich sehr über eure Unterstützung in Form eines Abos freuen, aber nun weiter zum Review. Jeder von euch kennt diese Stoffteile, die man ständig bügeln muss, da sie Falten im Schrank bekommen haben und welche man umständlich an die Wand pinnen oder mit einer eigenen Konstruktion aufhängen muss. Bei dem Greenscreen von Hakodaz gehört dies nun der Vergangenheit an, denn dieser kommt in einem schwarz gehaltenen Aluminiumkoffer. Die Maße des Aluminiumkoffers betragen 155 x 11 x 12 cm und ist mit 9 kg nicht gerade ein Leichtgewicht, wo man sich überlegen sollte, ob man ihn für Visual Effects wirklich unterwegs mitnehmen möchte. Auf- und abgebaut wird dieser Greenscreen in Sekunden, einfach die Standbeine quer zum Koffer drehen, die Haken entriegeln und dann mit einem Zug am Griff den Screen ganz bequem in die richtige Höhe bringen. Aber Achtung! Vergesst niemals, die Standbeine auszuklappen, bevor ihr den Greenscreen in Position bringt. Mir ist dies einmal während meiner Testzeit passiert und mir wäre beinahe die ganze Konstruktion umgefallen, was man definitiv bei diesem Gewicht nicht möchte. Der Greenscreen selbst ist aus einem abwaschbaren Polyester gefertigt, was den Vorteil bringt, dass man ihn mit einem nassen Tuch reinigen kann, er faltenfrei bleibt und nicht reflektiert. Die Beleuchtung des Greenscreens erfolgt wie bei jedem anderen von vorn. Von hinten beleuchtet werden kann er nicht, da das Polyester wenig Licht durchlässt und vor allem würde man die Haltekonstruktion durchsehen, was man definitiv nicht in einem Stream oder Video sehen möchte. Am besten verwendet ihr für die Beleuchtung des Greenscreens zwei Softboxen, um ihn ganz auszuleuchten, sodass ihr später beim Auskinnen weniger Probleme habt. Ich muss aber sagen, dass es auch sehr gut nur mit einer Softbox funktioniert hat in meinem Stream. Es war zwar etwas aufwendiger, alles korrekt auszukehren, aber es funktioniert. Ausstiegbesitzer wie ich werden sich über diesen Greenscreen besonders freuen, da man diesen nach dem Gebrauch genauso einfach wieder einklappen und verstauen kann, sodass zum Beispiel meine Katzen nicht an ihm hinaufklettern können und er danach auch länger lebt. Alles in allem bin ich sehr begeistert vom Hakodaz Greenscreen, da er wunderbar funktioniert, schnell auf- und abgebaut werden kann und vor allem auch leicht gereinigt werden kann. Der Preis von 140 Euro auf eBay ist meiner Meinung nach gerechtfertigt und sogar vergleichsweise günstiger als der von Elgato. Solltet ihr euch für das Produkt interessieren, findet ihr wie gewohnt alle Links unten in der Videobeschreibung verlinkt. Wenn ihr mehr solcher Reviews sehen möchtet, dann gebt diesem Video doch einen Like, damit ich sehe, dass es euch gefallen hat und vergesst nicht die Glocke auf meinem Kanal zu abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Nun habe ich aber nichts weiteres mehr zu sagen, also wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dahin, haut rein, euer Michi, ciao!